waagerecht schalten, die Keule, und die muss praktisch auf der Handfläche, muss sie sich mit dem Bauch drehen. Und dann gibt der Schwung. Nur einmal reicht der Schwung. Und hier richtig die Finger spreizen, damit die hier drauf sich drehen kann. Jetzt ziehe ich ihn ein bisschen weiter oben, nicht ganz so am Bauch, ein bisschen weiter oben. Also sie muss wirklich hier balanciert auf der Hand liegen. Zwirbeln kann man auch gut. Das kann man zum Beispiel auch mit der anderen Keule einleiten. Und wieder aufheben. Dann gibt es das Rollen. Das kann man zum Beispiel am Arm entlang machen, wie mit dem Ball. Da. Also aufpassen, wo ihr die hinlegt. Muss wieder balanciert auf dem Arm sein. Also ein bisschen weiter oben. Dass ihr den Arm nicht so haltet, sondern ein bisschen weiter nach innen, weil sie meistens nach innen fällt und ihr die so dann fangen könnt. So. Rollen könnt ihr auch auf dem Boden, zum Beispiel mit einer oder mit zwei. Das könnt ihr alles kombinieren, indem ihr rollt. Jetzt wirbelt.